Herzlich willkommen bei Kaleris. Heute geht es um den Unterschied zwischen Räuchern mit Kohle und Räuchern mit Teelicht, also mit einem Räucherstäbchen. Wir werden es sehr oft im Laden gefragt, wann soll ich was verwenden, was ist der Unterschied, warum verwendet man das eine und warum verwendet man nicht das andere. Deswegen einfach eine ganz kurze Erklärung und eine kleine Demonstration. Der große Unterschied ist, normalerweise, und was heißt schon normalerweise, ja, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn man ein Ritual macht, also zum Beispiel eine Hausreinigung, ja, dann macht man es oft mit der Kohle aus mehreren Gründen. Erstens, die Kohle symbolisiert das Feuer sehr stark und das will man bei Ritualen meistens dabei haben. Zweitens, im Gegensatz zum Stöfchen hast du beim Räuchern mit Kohle eine viel größere Rauchentwicklung. Das siehst du nachher gleich. Und oft will man einfach bei Ritualen den Rauch haben. Ja, wenn du jetzt natürlich einfach nur abends vor dich hin meditieren willst, den Duft genießen willst, vom Weihrauch zum Beispiel, dann brauchst du nicht viel Rauch. Da geht es um das Feinstoffliche, um den Duft. Und das hast du beim Räucherstäbchen genauso. Also, kurz die Unterschiede. Räucher mit Kohle, du hast mehr Rauch. Der Duft ist intensiver. Der Duft ist schneller merkbar. Also, der Duft ist einfach schneller da. Es geht schneller, also das Räucherwerk, die Harze, die Hölzer, die Kräuter, die verbrennen schneller. Das heißt, du musst auch quasi öfter was drauflegen, wenn du den Duft anhalten willst. Und du hast sehr stark das Feuerelement quasi dabei und mit dem Sand auch das Wasser. Bei dem Räucherstöfchen ist der die Duft ist ein bisschen weniger intensiv, ist ein bisschen feiner. Du hast weniger verbrannten Geruch. Du hast weniger Rauchentwicklung, ist für viele ein wichtiges Merkmal wegen den Rauchmeldern. Du hast länger was vom Räucherwerk, weil es quasi viel langsamer verbrennt. Das heißt, der Duft bleibt länger von der gleichen Räucherwerkmasse. Was du eben nicht so viel hast, ist der Rauch, den du manchmal quasi bei Ritualen haben willst. Es ist nicht ganz so intensiv, also dementsprechend, wie groß dein Raum ist, musst du gucken, was für ein Räucherstöfchen, wie hoch der Abstand ist, wie viel du oben drauf liegen kannst, damit du das auch quasi riechst. Da ist der Vorteil bei manchen verstellbaren Räucherstöfchen, dass du eben entscheiden kannst, wie intensiv es ist. Dann noch einfach ein Unterschied. Bei beiden musst du ein bisschen aufpassen. Bei Räucherkohle, wenn du da Hölzer und Kräuter nimmst, die verbrennen sehr, sehr schnell. Also zum Beispiel Rosenblüten legst du drauf, 5 Sekunden später sind sie verbrannt. So, da hast du jetzt nicht so viel von dem Dufterlebnis. Das heißt, was du da machen kannst, sind zwei Sachen. Entweder du machst immer eine Mischung mit Harzen, weil das flüssige Harz legt sich da ein bisschen um die Kräuter, um die Blüten etc. und es verbrennt nicht so schnell. Oder du kannst ein bisschen Sand nehmen, auf die Kohle drauf streusen, damit quasi eine kleine isolierte Schicht ist und es verbrennt weniger schnell. Bei den Räuchersieben, also beim Räucherstöfchen, musst du aber aufpassen, wenn du Harze verwendest. Aus zwei Gründen. Erstens, die Harze verflüssigen sich oft und können einfach durch das, auch in so ein feines Sieb ist, quasi durchtropfen in die Flamme rein. Und das sind quasi Öle, das heißt Öl und Flammen sind nie gute Kombinationen. Und die zweite Sache ist, wenn die sich verflüssigen, verklebt einfach das Sieb sehr stark. Was man dagegen aber tun kann, da gibt es entweder Metallplatten zu kaufen, die man drauflegt, oder einfach das ganze Sieb mit Alufolie abdecken und fertig. Wenn du es mit Alufolie abdeckst, musst du aber gleichzeitig daran denken, dass es nochmal eine Isolation ist. Das heißt, die Kräuter und Harze brauchen quasi noch mal ein bisschen länger. So, das waren eigentlich die großen Unterschiede von Räucherstäbchen und Räucherkohle. Damit du jetzt auch noch mal ein Bild sehen kannst, wie schnell die sich quasi entfalten vom Rauch her und wie stark, habe ich jetzt beide schon mal vorbereitet. Die Kohle habe ich davor schon angezündet. Das Teelicht brennt auch schon.
wir nehmen jetzt mal hier, das ist eine Kräuter- und Harzmischung. Legt das mal hier einfach oben drauf. Und ihr seht, da die Kerze jetzt schon gebrannt hat, es fängt direkt an zu räuchern. Aber ihr seht auch, der Rauch ist jetzt nicht so stark. Im Gegensatz, wenn ich das jetzt einfach auf die Kohle tue, Instant Rauch und im Verhältnis eindeutig mehr Rauch hier bei der Kohle und viel weniger Rauch hier beim Teelicht. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt die Unterschiede verstanden. Es gibt kein richtig oder falsch. Sucht für euch das Richtige aus. Probiert beide Varianten. Einmal mit schön viel Rauch, einmal mit wenig Rauch. Einmal intensiv, einmal etwas weniger intensiv. Einmal kürzer, einmal etwas länger. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.